Hermann Schmittendorf mit einer neuen Ausgabe unseres Eisenbahnmagazins Kollevisia. Die Parkeisenbahn in Berlin-Brietz hat seit April 2014 einen neuen Betreiber. Nachdem hier einige Zeit lang kein regelmäßiger Zugverkehr stattgefunden hatte, mussten die Gleise wieder einsatzbereit gemacht werden. Hier unser Bericht. Seit April fährt die Briezer Parkbahn jeweils zur vollen Stunde im Uhrzeigersinn ab Bahnhof Buckower Damm. Zu Spitzenzeiten fahren die Züge sogar im Halbstundentakt. Doch seit Mitte September des Jahres fahren die Züge verändert. Bis Saisonende 2014 gilt ein Baufahrplan. Die Baustelle im Rosengarten wird 1 Meter neben unserem Gleis eine Baugrube von 3 Metern Tiefe aufweisen. Und somit ist das Durchfahren durch die Baustelle nicht mehr gegeben. Der Verkehr wird im Pendelverkehr durchgeführt. Das heißt, wir fahren Rosengarten, Heidenhof, Buckower Damm, Kalenderplatz. Vom Kalenderplatz, Buckower Damm, Heidenhof wieder zum Rosengarten. Und das Ganze 5-mal am Tag. Kurz vor der endgültigen Schließung des genannten Streckenabschnitts fuhren wir noch einmal am Festplatz vorbei. Man sieht deutlich, hier ist eine größere Baustelle geplant. Die Parkverwaltung will ein 3 Meter tiefes Regenwassersammelbecken bauen. Damit lässt sich der Wasserhaushalt im Park verbessern und kostenfreundlich ist es noch dazu. Die Baumaßnahme betrifft direkt den Schienenabschnitt beim Festplatz. Daher wird die Briezer Parkbahn bis auf Weiteres pendeln. Die Abstände dauern dann 1,5 Stunden, sprich vom Rosengarten bis Kalenderplatz eine Dreiviertelstunde und das Ganze wieder zurück. Den Festplatz muss man zu Fuß erreichen. An den Bahnhöfen sowie auf der Internetseite der Briezer Parkbahn finden sich die detaillierten Fahrpläne. Aktueller Betreiber der Briezer Parkbahn ist der Thüringer Bahnenthusiast Peter Erk. Das ist damals angelegt worden, 1985, der Bundesgartenschau. Da ist diese Bahn aufgebaut worden. Und nach dieser Gartenschau hat sich hier ein privater Betreiber sich um die Bahn gekümmert. Der hat jetzt aus Altersgründen aufgehört und die Bahn ist von Grün Berlin neu ausgeschrieben worden und ich habe den Zuschlag bekommen. Wir sind dabei, diese Bahn jetzt wieder zu reaktivieren, weil hier seit über ein Jahr kein Zug mehr gefahren ist. Der vorherige Betreiber hatte in den letzten Jahren seiner Tätigkeit kaum noch Gleisarbeiten durchgeführt. Im Ergebnis waren die Gleise zugewachsen. Daher nahm die Mannschaft Peter Erks etwa 100 Tonnen Erde und Gras aus dem Gleis. Die dazu nötigen Kipploren, den Bagger sowie das gesamte andere Rollmaterial brachte Erk von seiner heimatlichen Bahn im thüringischen Ilmenau mit. So wie in Ilmenau hat auch die Bahn im Berliner Briezer Garten die Spurweite 600 mm. Beide Bahnen werden in Zusammenarbeit mit der örtlichen Stadtverwaltung betrieben. Aber es gibt auch Unterschiede. In Ilmenau ist die Strecke 2,5 Kilometer lang, dagegen in Berlin 6,1 Kilometer. In Ilmenau fährt die Bahn jährlich um die 80.000 Passagiere. Den Berliner Briezer Garten besuchen jährlich etwa 1,2 Millionen Gäste. Entsprechend größer ist die Zahl derer, die die Parkbahn nutzen. Die Gleisarbeiten beschränkten sich nicht auf das Zusammenhaken von Erde und Gras. Korrekt muss man sagen, beschränken sich nicht darauf, denn die gesamte Gleisanlage benötigt der Kontrolle und Korrektur und das braucht Zeit. Schauen wir uns an, wie solche Arbeiten aussehen. Auf diesem Streckenabschnitt hatten Peter Erk und seine Kollegen bemerkt, dass einige hölzerne Bahnschwellen verrottet sind. Die Befestigungsschrauben halten sich nicht mehr in ihnen. Im Ergebnis verbreiterte sich die Spurweite um etwa 30 mm. Und das bedeutet, dass eine Entgleisung des Zuges an dieser Stelle droht. Jetzt werden die Holzschwellen gegen Stählerne ausgetauscht. Der an die Lokomotive angehängte Arbeitswagen ist eine Spezialkonstruktion Peter Erks. Er beherbergt in seinem Innern ein mit Dieselkraftstoff betriebenes Stromaggregat, welches an jedem Abschnitt der Strecke die Ausführung von Schweißarbeiten erlaubt. Auf beiden Seiten wird die Schiene an die Schwelle angeschweißt.
Jetzt wird die Spurweite wieder ideal eingehalten. Seit April dieses Jahres kursiert die Bahn wieder regelmäßig nach Fahrplan im Park. Doch die Gleisarbeiten gehen weiter, nachmittags und manchmal sogar am späten Abend. Dann schließt der Lokführer an das Aggregat auf hohen Stativen stehende Leuchten an. Fast wie im Sportstadion ist dann die Baustelle in helles Licht getaucht. Ausgetauscht werden müssen an manchen Stellen komplette Wegübergänge für Fußgänger oder Dienstfahrzeuge der Parkverwaltung. In solchen Fällen wird der Bereich zwischen den Gleisen mit Asphalt oder kleinen Pflastersteinen ausgefüllt. Es wird also noch etwas dauern, bis Wagen und Lokomotive jeden Tag so früh ihren Einsatz beenden wie bei dieser Filmaufnahme. Ich hoffe, unser Film hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.